Es ist nicht schön, hier einfach im Bett zu liegen und einfach hier chillen und im Hintergrund sehr viel grünes Gras zu sehen. Und damit willkommen zu der Folge Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal. Und ja, Leute, ich habe hier mein Bett, also mein Schlafraum hier abgegradet. Und genau, ich habe hier ein bisschen Dings hier gebaut. Ich habe so einen Aufgang hier gebaut mit so Betten und mit Bücherregale. Also ich find, persönlich finde das richtig cool hier. Und genau, Folge, wie gesagt, haben wir den riesen Creeper hier unten besiegt. Da war eigentlich so ein riesen Creeper unten. Und da haben wir die Stiefel gekommen. Die sind, glaube ich, ein bisschen besser als die Mannstiefel oder so. Und genau, ich habe jetzt ein bisschen Dings hochgeholt. Und bevor ich das sagen wollte, wollte ich noch sagen, ja, so 30 Punkte Shop für saftigen Silvester Design. Wer es noch nicht hat, wer die sieht, wer die Feuerwerke sehen will mit dem Silvester Design. Wie gesagt, ja, so 30 Punkte Shop für saftiges Silvester Design. Jo, mei. Und genau. Ja, wie gesagt, Folge haben wir hier unten einen Creeper gekillt, hier irgendwo da unten. Und was ist das? Ein Meteor? Warte mal. Ist der, meine Mauer? Der hat sich richtig ausgebreitet, gell? Also Leute, das hat gestimmt, dass der radioaktiv ist. Ich hoffe, ich muss das unbedingt stoppen. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, wie ich den irgendwie aufhalten soll oder so. Aber lol. Kann man da... Warte mal, stirbt man da, wenn man ins Wasser geht? Oder was ist das? Rotes Wasser. Und sind irgendwelche Pilze. Ja, das ist nicht gut. Und genau, Leute, ihr habt gesagt, ich kann mir die Chests upgraden, ja. Ich habe jetzt schon die zwei Chest-Upgrades hier gemacht, weil meine Chests sind schon langsam und... voll hier. Also wollte ich hier, ein paar Chest-Upgrades machen. Chest-Upgrades. Was kosten das hier? Eisen zu Gold oder da, Chest zu Eisen. Einfach nur mit Ei... Warte mal, das geht richtig gut, oder? So. Mit Holz, denke ich. Einfach, kann ich hier ein paar machen eigentlich, oder? So. So und so und so. Jetzt habe ich, glaube ich, 4 Upgrades, glaube ich. Alter, oh, Tatsache. Ich glaube, ich muss das noch umsortieren. Aber lol, das ist richtig cool hier. Ich glaube, dann ist eine Chest so wie eine Doppelchest. Und kann ich dann nicht eigentlich Eisen zu Gold auch machen? Warte mal, wie geht das? Eisen zu Gold, Gold zu Eisen. Iron zu Gold, Schalkerbox. Nee, ich will keine Schalkerbox. Eisen zu Gold. Warte mal, geht's einfach nur mit... Ich glaube, das geht einfach... Warte mal, geht das... Wenn es so geht, dann bin ich gut, ja? Jetzt Eisen in der Mitte? Doch, Tatsache, es geht wirklich so. Okay, craften, glaube ich, gleich mal 6. Also, ich habe eh noch genug Gold hier. Ein bisschen habe ich, glaube ich, was euch auch noch von Flo hier, vom Einbruch. Okay, so. Okay, es sind sich nur 5 ausgegangen. Aber ich habe ihn eh noch da drinnen. Oh nein, jetzt habe ich schon upgraded. Aber Leute, wie... Jetzt bin ich neugierig. Wie viel... wie viel Slots bringt das jetzt? Oh lol, das ist ja mehr als eine Doppelchest, gell? Okay, ich muss das unbedingt demnächst hier, klein machen und sortieren hier wieder. Okay, und genau, heute wollte ich nämlich noch runterschauen hier. Weil, genau, ich habe den Pogo-Stick auch noch genommen. Und, genau, wo ist mein Hanglider? Da ist mein Hanglider, genau. Ich wollte noch runterschauen und, wie viel Geld habe ich gerade? Ich habe $80. Ich wollte schauen, ob ich irgendwie, noch Quests machen kann, eventuell. Für mehr, und genau, so. Wie gesagt, 30 Punkte Job für saftiges Silvester sein. Und hat bei mir irgendwer, weil ich habe dann so ein Geschäftsangebot, hat er schon irgendwer eingekauft. Tatsache. From Tobes an Julian. Was ist da drinnen? Julian. Tobes schreibe ich immer noch mit J, alles klar. Julians Geschenk, Leute. Man schreibt Julian mit Dings, okay. L, ja. L-I. Julian, ja. Und okay, frohes Fest wünscht Burg Ziegelstein. Die Burg Ziegelstein wünscht allem im Land Apollo ein frohes Fest. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage und ihr freut euch über mein Geschenk MFG Tobes mit freundlichen Grüßen Tobes. Alles richtig cool hier mit geschrieben. Und Julians Geschenk, ja, was ist das für ein Geschenk, Tobes? So, was ist das? Eine Emerald-Truhe. Und da ist ein Kaktus drin, okay? Alter, Ancient Kaktus, ein alter Kaktus. Golden Great Sword, Goldbox und Tee. Okay, das ist nicht das beste Geschenk, aber Kakteen nehme ich immer und Ancient Kaktus. Ich glaube, Ancient ist irgendwie so ein richtig altes und mystisches Geschenk hier, also mystischer Kaktus. Und Golden Great Sword. Ich habe jetzt das Bloodstone Sword, das mit 13 Damage und das macht nur 7 Damage, das Golden Great Sword, aber okay. Und eine Golden Goldbox kann ich auch mal aufheben. Und, genau, und, hey, Julian, frohe Weihnachten, Flo. Alter, das sind richtige Weihnachtsbäume, gell? Kann ich die abbauen? Oh doch, Tatsache. Okay, da ist schon ein Schnitzel dran, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ein Saphir. Oh mein Gott. Ein Österreich-Banner und Veining. Ein Buch mit Veining, was auch immer Veining ist. Ich glaube, das ist für Spitzhacke und Bumeränge, glaube ich, steht da unten. Und Schnitzel, ja. Schnitzel ist immer gut. So, oh, die Chests sind richtig cool, gell?
Ich glaube, ich muss die Axt auswechseln, weil die Axt ist, glaube ich, eher zum Kämpfen und nicht fürs Dings hier. Und hier ist ein Geschenk. Was ist das? Merry Christmas from Easy G. Oh nein, das ist ein Picture Frame. Leute, Picture Frame ist nie gut, okay? Aber ich gehe mal hier hoch und, warte mal, Picture Frame. Ich platziere das mal hier irgendwie in mein Haus, Alter. Das brauche ich nicht. Ich weiß, wegen Umweltgründen mal hier keine Sachen in den Dings hier rein, in den Fluss. Ich habe gesagt, Sachen im Fluss zum Hauen ist böse. Was hab ich weg? Lead? Ja, keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Ich glaube, Flinten Steel braucht keiner. Gebe ich mal weg. Genau. Und, so jetzt bin ich echt gespannt, was das für ein Ding hier ist. Für ein. Und ihr habt ja auch gesagt, ich soll den Bogo-Stick hier nehmen. Weil der richtig, richtig schnell ist. Alright. So, das heißt, ich glaube, ich gebe es mal zum Haus hier hin. Und, schau mal, was das ist. Oder was. Ich glaube, ich gehe direkt gleich hoch, oder? Das ist ein Dings. Weil oben, das sehe ich gleich nächste Folge auch direkt wieder. Okay, platziere es mal hier irgendwie, wo stört es nicht, Es stört nicht, wo stört es nicht? Ich glaube, ich platziere es mal irgendwo drinnen, so. Und so. Wo stört es nicht? Ich platziere es mal hier, ich weiß nicht, wie groß der Picture Frame ist, ist das Ding. So, ich kann es auch hier platzieren eigentlich. Was? Julian, voll easy. Ah, okay, eine Gurke, Leute. Eine Gurke ist ehrlich, ihr könnt es ja größer machen. Also eine Gurke, ja, wer es nicht weiß, das sind keine Insider von mir und Izzy und Flo und Tobs, weil Flo hat so ein Gefängnis-Dings-Projekt gehabt und da hat irgendwie... Oh, hallo? Hä? Ist mein Kuchen? Hä? Hallo? Wer bist du? Schaust irgendwie aus wie so ein Teletubby, was mit dir? Hä? Hallo? Kannst du reden? Blub, blub, blub. Warum ist hier so ein... Siehst du aus wie ein Teletubby? Kommst du vom Tabila... vom Tabi-Tele... Vom Teletubby-Land? Kommst du aus... Komplett... Huam Oyon Retura Jova Zun... Ja, das ist ein Tower. Jova Tunsitz. Huam Oyon Retu... ja, Huam Retu Tunsitz. Sie sieht aus wie ein Teletubby. Du kannst mal, falls du irgendwie leben willst, oder, ja, kleiner Teletubby, willst du den Kuchen? Kuchen willst du, glaube ich, oder? Hast du gerade meinen Kuchen aufgegessen, oder? Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ja, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Komm her, komm her, komm mit. Put, 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 put. Und liegt Thunfisch. Thunfisch, Thunfisch, Kuchen, Thunfisch. Ah! Na, weißt du was? Wer auch immer das ist. Warum? Ah, egal. Ich lagere jetzt, glaube ich, mal. Okay, wo kann ich den Weihnachtsbaum? Ich glaube, ich platziere den Weihnachtsbaum mal unten. Ich habe noch. Weil hier ist. Genau, das muss ich auch noch sagen. Hier ist nämlich der Schnee weggegangen, gell? Platziere es mal hier, so. So. Und ganze Sachen. Ich gebe jetzt mal eine Chest, wo ich nichts habe. Ich kann jetzt nachher nochmal hochholen. So, so, so. So, so, und den Dings, okay. Ich wollte schauen, ob ich noch Chunks kaufen kann. Warum ist denn Claims? Hallo? Ich sehe irgendwas. Ich sehe schon wieder irgendwie eingebrochen. War das schon wieder Tobs? Denk wir geglaubt, dass hier immer noch was ist. Hallo? Was ist das? Ein Endpoint. Wow! Wuff! Was ist das? Au! Hä? Alles klar? Was war das? Hä, warum ich kein Damage genommen? Infester. Hä? Challenge complete im Movable Object? Hä? Warte mal, was war das? Hallo? Hä, wie bin ich hier gerade aufgesaugt worden? Also, was war das, ein schwarzes Loch oder was? Hä, warte mal, schau ich mir nochmal an. Was? Es sind Schilder gestanden, aber ich hab die nicht lesen können. Aber ich gehe mal lieber nicht nah genug ran. Hallo, hallo? Ja, was ist das? Ist das wirklich ein schwarzes Loch? Okay, never mind. Da ist es. Warte mal, ich darf nicht zu weit rangehen. Viel Spaß, hab mir Mühe gegeben. Hey, Julian, hier dein 2020 Silvestergeschenk. Leute, ich glaube, das geht. Ja. Team, seht ihr das, Leute? Hier fällt man nicht gleich rein, oder? Doch, Tatsache. Alter, was ist das bitte? Okay, aber gute Falle, wer auch immer das war. Da! Nein, nicht du Fisch! Nein, du nicht du Fisch! Ah! Du Teletubby, ich hasse dich, ja? Du,
Wer immer der Tillizauber ist. Wisst ihr? Könnt bei den Kommentaren schreiben, was ich mit dem machen soll. Hä, aber was ist das für ein Tillizauber? Kommt der etwa vom Meteor oder was? Oder vom Asteroid? Wie ein paar auch geschrieben haben. Jetzt habe ich schon 14 Tode oder so. Was ist das für ein Tillizauber? Von wo kommt der? Von welchem Morgenland kommt der? Okay, ich will jetzt schauen, was da wirklich in der Chest drinnen ist. Ich dachte, legit, das wäre ein schwarzes Loch. Teletubby böse? Nein. Okay, ich schmeiß dich gleich rein, so. Geh weg, Teletubby. Nein, ich hoffe, dass es weggeht. Okay, ist da drinnen. XD, ja, ist... Wisst ihr was? Wer auch immer das gemacht hat, denn Silve... Wer auch immer das gemacht hat. Die Chest nehme ich mir mit. Wer auch immer das gemacht hat, ich werde mich büßen. Es ist, ich werde nicht büßen, es wird safe tops, oder? Oma, Kabuto, Zunsitz, Brekulia, Monat, Zeus? Ja, ich kenne Zeus. Oder was du von mir haben willst. Ja, ich kenne Zeus. Kennst du Zeus? Das ist mein Gott, das ist mein, Seelenverwandter. Oh. Was hat er geschrieben? Kabuko, Zunsitz. Ich glaube, der will irgendwie irgendwas mit Thunfisch, oder? Brekhuil, Monat, Zeus. Kann mal schreiben, was das für ein Ding ist. Was das für ein Typ ist. Bist du ein Alien? Kann das sein? Dunsitz, Hubi, Ui, Dobs, Uire, Nutsch, Pol? Also Pol, warte mal, der hat Freizeichen, Rufzeichen. Ui, Tobs, Uire, Nutsch, Pol. Okay, ich weiß nicht, was mit Pol gemeint ist, aber irgendwas mit Tobs. Umbib, Dunsitz. Tobs ist ein Thunfisch, oder was? Warte mal, ich werd leider, der will mir gerade irgendwie so eine richtig, richtig epische und richtige Story von seinem Leben erzählen und ich lese einfach nur irgendwas raus. Dunsitz, Hunup? Dunsitz, Hunup? Eo, Unui, Dunsitz. Was heißt in Unui, Dunsitz? Dunsitz, was will man jetzt sein Thunfisch? Eo, Eo, Eo. Eo? Also drehen willst du dich? Eo? Nein, nicht drehen? Was willst du mit Eo? Also, Bio, Bio, Bio? Bio? Also, was willst du mir sagen mit Eo, Eo, Eo? Eo, Uni, Dunsitz. Hund, was heißt Hund mit Doppel-B? Dunsitz, also, was heißt Thunfisch? Thunfisch, Hund, Ui heißt, glaube ich, irgendwie wie der Tobs. Uirire, Nutschbol. Eo, Eo, Eo. Eolich? Eolich? Eli? Eo, was willst du damit sagen? Eolich. 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 Nein! Das ist witzig. Was sind das überhaupt für... Nein! Was sind das überhaupt für Teile? Huam, Orine, Io, Jova, Dunsitz. Au! Nein! 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 Nicht schon wieder! Nein, 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 nein. Ach. Dieser Teletubby. Wisst ihr was? Das ist mein Grund, ja, Teletubby? Das ist mein Grund. Ich werde dich einsperren und... Warte mal, ich habe ja noch den einen Kerker, ja? Der unter meinem Haus ist. Wo ich mal irgendwie Dings eingesperrt habe. Schinken von Izzy. Okay, Teletubby, wo bist du? Ich werde dich finden und werde dich einsperren, okay? Für das, dass du mich schon zweimal gekillt hast. Wo ist der Teletubby? Ich denke, er ist weggerannt. Ich glaube, ich muss das irgendwie demnächst irgendwie säubern. Aber, hä? Was ist das bitte für eine Falle hier? Okay, Jofi. Okay, ich bin wieder schnell hier. Ah, ist der Teletubby? Was denn, Eo Daviduritz? Oh. Ja, das ist mein Leibwächter. Ist nicht cool, gell? Das ist Zero. Was ist Damage? Wie viel Damage? Wie viel Leben hat er gerade? Oder der hat nur Hälfte Leben, hör auf! Nein! Okay, der hat relativ viel. Was hat der hier alles gedroppt? Totem of Ascending Ring. Warte mal, Ring of Shattering. Ice Shards. Oh. Ja, böse. Nein, nicht killen. Blue Ice. Noch ein Totem? Ich hab gesagt, Totems sind irgendwie gut oder so. Was denn? Mit deinem Thunfisch, du. Eo, Eo. Ja, also Eo. Was willst du mit Eo? Kommst du, heißt deine Mutter Eo? Kabuko Dunsitz. Ja, was ist Dunsitz? Also Kabuko. Was kann Kabuko heißen? Break Huil Mona Zeus. Mona Zeus. Der Mona Zeus ist nicht keine Mona Lisa, ja? Weiß nicht, was du machen musst. Gehuit Nobui Nuhib Trolai Buka. Du bist ein Trojaner? Warte mal, Buka? Buka? Bist du ein Trojaner? Wer nicht weiß, was ein Trojaner ist, ist ein Virus praktisch. Was mit dir? Ja, du willst mich wieder reinschubsen, stimmt's?
Nein, 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 nein. Was ist das bitte? Meine, ich muss jetzt schauen, was das überhaupt ist. Was ist das für ein Magic-Dings? Wie viel Käse? Ich habe schon 17 Tode, Leute. Ich hol bald Flo auf den Tod. Flo ist gerade einfach bei der Maximale, der am meisten Tode hat. Hä? Was bist du für ein Vieh? Also, wisst ihr was, Leute? Ich lasse das Firma mal leben und tun und sein. Mach jetzt auch ein paar Quests. Und ich habe gesagt, Totems sind gut. Keine Ahnung, was. Ich habe gesagt, weil einer Totem hat irgendwie. Weil ich habe mal zwei Totems gemacht, die hier aufgestellt. Ich dachte, das sind irgendwelche Statuen oder so. Und ich habe gesagt, die kann man killen mit One-Hit und die droppen Seeds oder irgendwelche guten Sachen. Und ich weiß nicht, was das für ein Totem ist. Und ja, genau. Ich wollte jetzt auch schauen, was ich für Quests machen kann. Wo ist mein Quest-Computer? Da ist er. Und genau. Ja, was gibt's hier noch für Quests? Erforscher. Crafting Enchanting Table. Kann ich mir auch nachher machen, eigentlich. Kanaltausch. Lass den Mitspieler deinen Folgenanfang aufnehmen. Alles klar. Ja, kann ich auch mit Tobs oder so machen. Verdienen. $250 nur durch Shops. Eigentlich zählt das ja, Leute, oder? Weil Flo hat mir ja $400 gegeben. Eigentlich kann ich das claimen, oder? Verdiene $250, eigentlich schon, oder? Er hat mir $400 gleich gegeben. Nur durch Shops. Eigentlich kann ich es claimen. Und Shiny Box habe ich gekriegt, okay. Okay, was gibt's noch hier? Hashtag Apollo. Erstelle ein Apollo Merch Design. Errichte etwas Gemeinnütziges am Spawn. Ich weiß nicht genau, was mit gemeinnützig wirklich gemeint ist. Und, ja, so. Nämlich, was gibt's hier noch? Spielplatz. Bau deinem Begleiter einen coolen Spielplatz. Ja, ich habe keine Ahnung, wo gerade Dings ist. Jo, Maya, richte eine Kuhfarm. Animal Blaster Totem, okay. Kann ich vielleicht in die nächste Folge schauen, dass ich demnächst eine Kuhfarm oder so mache? Ikea, verschönere dein Haus mit Möbeln. Habe ich eigentlich auch schon. Mein Haus hier mehr oder weniger. Mit Chessen, mit Möbeln, alles Mögliche. Ikea, okay, was gibt's hier noch? Trolling, Photoshop, sicher. Ja, ich würde jetzt auch sagen, das war's hier mit der Folge. Und was auch immer für ein Alien war und was für eine Falle war. Wenn ich den da rauskrieg, wer auch immer das war, wenn ich den Typen rauskrieg, der die Falle hier gemacht hat, ich werde den in meinen Kerker einsperren und die wieder rauslassen, ja. Und nachher werde ich noch, keine Ahnung, dann werde ich die Luft ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da für mehr hier. Und, ja, schaut Discord vorbei, zweiter Link in der Beschreibung. Und ja, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Und schreibt in den Kommentaren, was das für ein Alien bitte war. Vielleicht hast du ein Meteor oder so. Was für EO das Ganze gesagt hat. Vielleicht ist es irgendeine Sprache. Vielleicht könnt ihr das übersetzen oder so. Schreibt unten in den Kommentaren, aktiviert die Glocke. Schaut die 1.30 Uhr für saftiges Silvester sein. Lasst ein Like da und ciao!